So, liebe Freundinnen und Freunde, ich komme gerade vom O-Platz, bin gerade hergelaufen, das sollte man bei diesem Wetter nicht machen. Man fängt total an zu schwitzen, aber vielleicht eine kleine Information, wie es da aussieht. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Polizei da wieder mit einem Vorwand reingegangen ist und Leute einfach wahllos mitgenommen hat, beziehungsweise weil sie diese Schilder quasi als Straftaten gewertet haben, auf denen so ein Kommentar zu Deutschland abgegeben wurde. Diese Maßnahme hat dann stattgefunden, als wir gerade losgegangen sind. Und es zeigt auch ziemlich deutlich, dass hier der Berliner Innensenat und offensichtlich irgendwie auch interessierte Kreise keinen Bock haben, dass wir diese Demonstration durchführen und zu Ende bringen können. Und deswegen spielen sie so ein bisschen Erdogan hier und versuchen jede Kritik zu verhindern. Und man muss eins mal sagen dürfen, dass diese Politik verbrecherisch ist, dass sie Menschen tötet durch diese Art. Und das kann auch mal ein Kraftausdruck wert sein, denn ihre Politik ist mörderisch. Ihre Politik tötet in Griechenland und in anderen Ländern Europas. Und von daher mal Mut zur Lücke, wenn es nicht ganz so schön gereimt ist, aber Mut zur klaren Kante gegen diese Sparpolitik. Und eins noch am O-Platz. Sind etwa 500 Leute geblieben und machen eine Sitzblockade, indem sie die Polizei am Abtransport der in Gewahrsam oder festgenommenen Leute hindert. Von daher werden wir sogar noch mehr Leute als, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist schon ganz schön groß hier heute, wenn man sich das mal anschaut. Und wir sind nochmal 500 Leute am O-Platz. Wir haben einen Bundestagsabgeordneten, eine Anwältin und verschiedene Leute, wie gesagt, vor Ort, die auch die Polizeiaggressivität dokumentiert haben. Zwei Leute wurden niedergeschlagen und dann festgenommen, nur weil sie sich der Polizei in den Weg gestellt haben. Das Pech ist, das haben wir schön auf Videokamera, das sammeln wir jetzt und dann wird die Polizei ein bisschen was auf den Deckel bekommen. Und eins ist klar, der billige Versuch, diesen Spruch heute zu kriminalisieren, der wird Ihnen nicht gelingen. Das werden wir durchfechten und das wird vor Gericht keinen Bestand haben. Und klar ist, dass die Polizei hier heute mit ihren Versuchen, diese Demonstration zu kriminalisieren, scheitern wird, wenn wir entschlossen sind, gemeinsam sind und zusammenbleiben, auch wenn das bei diesem Wetter vielleicht ein bisschen warm wird, sowas wie Ketten oder so, wenn das sich anbietet, wenn die Polizei hier wieder so bedrohlich aufmarschiert, dass wir zusammenbleiben, zusammenstehen und auch zeigen, dass wir unseren Protest gegen die Sparpolitik nicht teilen lassen und nicht durch eine von der Polizei vorgegebene Spaltungslinie bestätigen, sondern wir hier mit den vielen tausenden Leuten in Berlin gemeinsam für ein Nein stehen und gemeinsam mit den Leuten in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Köln, Wien, Athen und wo auch immer für ein soziales und gerechtes Gesellschaftssystem kämpfen werden und nicht uns einlullen lassen von dem Scheiß dieser Kapitalismus. Sei nicht überwindbar, sei überzeitlich, weil das ist nicht wahr. Dieser Kapitalismus ist Produkt von den Menschen. Und wenn dieser Kapitalismus meint, durch seine Märkte regieren zu müssen und nicht durch die Menschen, dann sagen wir auch Nein zu diesem Kapitalismus.